Es ist Dienstag, der 8. Juni 2021. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Go for Peace Impuls. Heute Morgen mal wieder aus der Küche. Es geht heute um die Bergpredigt, aufgeschrieben im Matthäusevangelium, im Kapitel 15, die Verse 13 bis 16. Die Seligpreisung hatten wir ja gestern schon. Und heute geht es um das Salz und um das Licht. Und da sagt Jesus im Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taucht zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Also, ihr seid das Salz der Erde. Da steht nicht, ihr sollt das Salz sein, da ist nichts Moralisches drin, da ist nicht irgendwie eine Anstrengung drin, die uns aufgetragen wird, sondern ein Faktum, eine Gegebenheit. Ihr seid das Salz der Erde, du bist Salz der Erde. Kennt ihr eigentlich die Erzählung vom kleinen Salzkorn, vom traurigen Salzkorn? Also, es geht dabei natürlich wie immer um Salzstreuer. Und die Salzkörner sind ja meistens im Salzstreuer. Und da war so ein kleines Salzkorn und das war in so einem Salzstreuer drin. Und es war da drin mit ganz vielen anderen Salzkörnern. Und es wurde ganz, ganz traurig, weil es immer mit diesen anderen Salzkörnern nur im Salzstreuer war. Und irgendwann kam die Mutter eines Hauses, nahm den Salzstreuer und fing an, die Suppe damit zu würzen. Und dieses kleine traurige Salzkorn, es fiel in die Suppe rein, es löste sich auf und als die Suppe gegessen wurde, da schaute man in strahlende Gesichter und darin fand das Salzkorn seine Erfüllung und wurde glücklich, obwohl es sich aufgelöst hatte. Eine kleine Erzählung zu dieser Erfahrung, zu der Aussage, ihr seid das Salz der Erde. Also, wir sind dafür gemacht, uns zu verschenken, wirklich für die Welt da zu sein, für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Leider hat unsere Kirche ja oft so ein bisschen die Salzstreuer-Mentalität, bleibt im Salzstreuer drin und sagt, wie schön sie es hat. Aber diese Haltung, die lässt Gott ja an ein Ende kommen und er drängt uns ja geradezu, rauszugehen, uns zu verschenken, für andere da zu sein. Ich sprach in den letzten Tagen noch mit einer jungen Studentin. Das war so ein tolles Gespräch. Sie hatte bei einem Social Day mitgemacht und sie war richtig glücklich, dass sie sich hatte verschenken dürfen und für andere einsetzen dürfen. Und das Strahlen dieser jungen Frau, das ist mir geblieben. Also, du bist ein Salzkorn, wenn du dich verschenkst und die bist oder der bist, der du bist. Wir müssen uns nicht schräg verziehen. Also, sei der du bist. Be who you are. Euch einen schönen Tag.